Hallo, herzlich willkommen auf Android TV. Neben mir sitzt der Lukas Schäfer, ich bin der Leon Petzold, das ist ein S3 und daraus läuft Luck Inc. Und das ist nicht Lukas Tumblr damit gemeint, sondern eine App, die was macht, Lukas? In dieser App können wir erstmal ein neues Spiel starten, zum Beispiel löschen, können eine Bakterie laden. Wenn wir das erfolgreich schaffen, schalten wir auch die anderen Level frei. Die Krankheitsname geht immer noch nicht. Ja. So wie eben beim ersten Versuch. Oh. Ja, egal. Also, das ist ein Spiel, in dem wir ein Virus züchten müssen, der die Welt befällt und die Weltbevölkerung auslöscht und komplett tötet. Eigentlich ganz lustig, klingt irgendwie behämmert, ist aber ein ziemlich cooles Spiel. Besonders, weil man bei diesem Virusnamen auch einfach mal einen Lehrernamen eingeben kann. Und dann geht's dann so, Herr Müller hat die Weltbevölkerung ausgelöscht. Also ich find's immer noch lustig. Genau. Das war Applaus für meinen Witz. Ja. Ja. Und dann nehmen wir uns einfach mal irgendein Land vor, in dem wir unseren Virus starten lassen. Und dann lassen wir den Lukas mal was erzählen. Ja, und zwar können wir jetzt Pax 12, Befehl Grönland, ein Startland auswählen, in dem wir unseren Virus starten lassen. Der wird sich dann früher oder später über die ganze Welt verbreiten, im Idealfall. So, wir bekommen hier jetzt diese DNS-Punkte, die wir hier angezählt bekommen. Und dann können wir unten auf Krankheit drücken, können bei der Übertragung hier verschiedene Sachen upgraden. Bei Symptome können wir die Symptome upgraden, bei Fähigkeiten hier, keine Ahnung, Kälteresistenz, Wärmeresistenz, Arzneimittelresistenz oder Hitze oder generell Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Kälte. Und das könnten wir jetzt upgraden. Wir upgraden jetzt einfach mal hier dieses Symptom. Und je nachdem, welche Richtung wir einschlagen, was wir so upgraden, steigen hier unten diese Balken bei Ansteckungsgefahr, Schwere und Tödlichkeit. Wir sollten versuchen, am Anfang die Ansteckungsgefahr möglichst hoch zu halten, damit sich erstmal die ganze Weltbevölkerung ansteckt, bevor uns die paar Leute, die sich infiziert haben, wegsterben und das Spiel gelaufen ist. Genau. Ja. Ja. Leon hat eben glücklicherweise die Vollversion gekauft, also die halbe Vollversion für 63 Cent. Kann man 82. 82 Cent den Beschleunigungsbutton kaufen und für 1,63 Euro können wir uns die gesamte Vollversion kaufen, die was kann. Die kann dann, warte, ich schaue kurz einmal nach. Erzähl doch erstmal was über die verschiedenen Taktiken, die wir dort haben. Die verschiedenen Taktiken? Was also mit Taktiken? Achso, diese komischen Dinger hier. Ja, also genau. Also wir bekommen während des Spiels, bekommen wir Nachrichten aufgeploppt, hier Weltbevölkerung zu so und so viel Prozent infiziert, du bist jetzt so gefährlich wie Pest oder was auch immer. Unsere Krankheit breitet sich über verschiedene Länder aus, indem hier diese... Genau, das wollte ich später erzählen. Indem hier Flughäfen und Häfen von Leuten benutzt werden, das dann auf andere Kontinente übertragen wird. Wenn wir weit genug sind, dann erkennen die Länder, dass es infiziert wurde und dann werden die Flughäfen, Straßen und Häfen blockiert. Genau, aber da gibt es ja auch verschiedene Taktiken. Meine Taktik ist zum Beispiel erstmal unentdeckt bleiben und alle Symptome möglichst wieder zurückbilden, weil der Virus breitet sich automatisch aus und verändert sich auch automatisch, zum Beispiel, dass er irgendwann tödlich ist, ohne dass man irgendwas geklickt hat. Also man kann das natürlich ein bisschen schlauer angehen und erstmal die Symptome zurückhalten, dann wird er möglichst nicht entdeckt. Und wenn er 100% von der Weltbevölkerung oder 99% befallen hat, dann kann man auch langsam diese tödlichen Sachen einsetzen und dann stirbt alles weg und breitet sich weiter noch aus, ohne dass die Forscher, die natürlich möglichst schnell ein Gegenmittel produzieren, um die Weltbevölkerung am Sterben zu behindern, dann kann man die ein bisschen austricksen. Die Vollversion hat übrigens einmal diesen Schnellvormodus, diesen Schnellvorlauf, weil so ein Spiel kann ohne Schnellvorlauf-Button schon mal 30 Minuten gehen. Ist halt relativ lange und das kann man so ein bisschen beschleunigen. Außerdem kann man die Gene modifizieren und ihre Plage ein bisschen anpassen und die Sachen noch ein bisschen spezifischer anpassen an seine eigenen Wünsche. Und man bekommt die Werbung nicht mehr angezeigt. Und die ist ja weg. Ja, genau deswegen. Ich verstehe es nicht ganz. Man kann einmal über diesen In-App-Modus die Sachen, die Vollversion kaufen, oben, indem man einfach auf diesen Vorspiel-Button da drückt, für 82 Cent. Man kann auch einfach unten sagen, ich hätte gerne die Vollversion, unten links im Homescreen von der App. Und dann kostet es 1,39 oder sowas. Ich verstehe es nicht ganz. Aber egal. Das ist so ein verstecktes Easter Egg, was dir sagen soll, ha, hab dich verarscht, du hast es teuer gekauft.
Nee, ich glaube, das ist einfach ein Fehler oder wir haben es nicht verstanden. Ich tippe eher auf Letzteres. Aber egal, also Flughäfen und Sachen. Zeig das nochmal kurz, bitte. Flughäfen. Weil jedes Land oder fast jedes Land hat einen Flughafen oder einen Hafen oder Straßen zumindest. Wir können dann einfach mal auf die USA drücken. Genau. Und dann finden wir auf USA. Erweiterte Informationen, da sehen wir dann, wie viele Leute noch leben und denen es gut geht, welche gesund sind. Das ist der blaue Anteil, das sind leider ziemlich viele. Und dann 0 bei tot und 0 bei infiziert. Dann sehen wir hier oben die Straßen, die Flughäfen und die Häfen. Die sind alle noch geöffnet, wie wir hier sehen. Und das bedeutet, hier unten sehen wir übrigens, dass niemand infiziert ist. Bisschen doof. Drücken wir hier oben drauf. Sehen wir schon, 3000 infiziert. Ja, Grönland. Flughäfen hat keins, deswegen ist es ausgeschwärzt. So ausgegraut. So. Ja. Und ansonsten wäre es durchgestrichen, wenn die den geschlossen haben. Weil die Weltbevölkerung reagiert natürlich drauf und möchte nicht, dass der Virus in ihr Land kommt, wenn er entdeckt worden ist. Wenn er entdeckt worden ist. Und schließt dann Flughäfen, Straßen und so weiter und so fort. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir vorher wirklich das halbe Land erreicht haben. Übrigens, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Einmal gibt es die Möglichkeit hier, wenn wir jetzt in der App sind, hier oben, man sieht das jetzt nicht so gut, hier oben links auf den Vorspielmodus zu gehen und dann kann man hier für 82% die Vollversion kaufen. Man sieht es jetzt nur schemenhaft, glaube ich, in der Kamera, wegen dem Licht, in der Softbox. Und man kann auch einfach hier ins Home-Menü von der App gehen, das tue ich jetzt auch nochmal, und da kostet sie dann irgendwie mehr. Ich habe keine Ahnung, warum? Ich verstehe es nicht. Aber egal. Wenn wir jetzt hier aufschaltet, jetzt die Vollversion frei. Freischalten kostet das. Ist lädt. Das lädt immer noch? Ja. Das lädt. Du hast? 82 Cent. In der Hä? Ich verstehe es nicht. Egal. Haben wir irgendwie Scheiße geladen? Nein, eben stand da definitiv 1,63 €. Ich weiß nämlich auch. Ja, irgendwo. Und jetzt steht er 82 Cent. Hämmert. Egal. Das Spiel ist auf jeden Fall wunderbar. Und wenn ihr da die paar Cent investiert für diesen Vorspulmodus, ist das auf jeden Fall auch eine gute Investition. Sowohl für den Entwickler auch als für euch. Ich denke, der Preis ist vollkommen in Ordnung. Arznei in Norwegen hemmt Infektion. Was? Du wurdest entdeckt, du bist ein Idiot. Dumm gelaufen. Ohne Witz, das wirst du nie schaffen. Dumm gelaufen. Du wirst das nicht schaffen. Dumm gelaufen. So, egal, wir sehen jetzt hier diese lustigen roten Punkte. Boah, Grönland, da steht's jetzt nicht so gut. Es gibt hier übrigens auch so Olympische Spiele und Weltmeisterschaften, vor denen dann gewarnt wird. Genau. Und wenn die dann fortgesetzt werden, dann könnt ihr da gut Leute infizieren. Genau. Oder wenn jetzt irgendwie Tag des Kusses ist und dann küssen sich irgendwie ganz viele Leute, dann seid ihr schlau und macht vorher die Übertragung durch Küsse rein. Und dann boomt das Virusgeschäft für euch. Ja. Das Virusgeschäft. Ja, auf jeden Fall. Oben rechts seht ihr dann hier noch eine Anzeige für das Datum. Wir haben jetzt heute den 30.01.11. und so weiter und so fort. So spät ist es schon. Ja, ja, die Zeit verrennt einfach. Besonders im Krankenhaus. Irgendwie ist deine Übertragung ziemlich langsam. Mhm. Aber wurdest du schon entdeckt? Ja, in Grönland. Wurde entdeckt. Du bist so doof. Warum hast du die Symptome aufge... Der Lukas hat es einfach nicht drauf. Der schlecht im, die Weltbevölkerung auslöschen. Na gut, und jetzt hast du den schnellen Modus drin? Ja. Ja, okay. Da. Ja, hau rein. Play machen. Nee, Schnellmodus. Ja, wunderbar. Das Ganze lässt sich auch pausieren. Wir sehen jetzt, wie die Flugzeuge und Schiffe in der Gegend rumfahren und so. Und die roten Flugzeuge und roten Schiffe haben wir jetzt gerade irgendwo eins. Ja, doch, da oben ist schon eins gefahren. Da oben sieht man die Wege, wo die so dann gefahren sind. Genau, da sieht man dann, von wo sich welcher Virus verbreitet hat. Wunderhübsch. Wir kriegen auch detaillierte Informationen immer angezeigt. Das hatten wir eben schon gezeigt. Jetzt sehen wir hier Bedrohung, bla. Ja. Läuft. 1%. Ja, wuhu. 4 Jahre. Ja, Lukas ist einfach schlecht. Er wurde entdeckt und jetzt wird er das wahrscheinlich nicht schaffen, weil er viel zu früh entdeckt worden ist. Dumm. Wie viel hast du von der Welt? Ist ja auch mit deinem dumm gelaufen, das nervt ja richtig. 99% sind noch. 99% sind noch nicht befallen. Super. Also es wird auf jeden Fall nichts mehr. Aber das Prinzip habt ihr auf jeden Fall verstanden, denke ich. Das Spiel ist auf jeden Fall sehr lustig und auch ziemlich schön. Möglichst realitätsgetreu, dass zum Beispiel ärmere Gegenden jetzt schneller befallen werden von dem Virus. Einfach weil die weniger Geld für Medizin haben, weil die medizinischen Standards, Hygienestandards nicht so hoch sind. Und wenn ihr jetzt irgendwie in einem reichen Land einfallt, da dauert es dann oft ein bisschen länger, weil die Forschung ein bisschen weiter ist, weil die medizinischen Sachen ein bisschen höher sind, weil die Hygiene viel höher geschrieben wird und so weiter und so fort. Auch die ganzen Aktionstage, wie zum Beispiel jetzt so ein Olympische Spiele, Fußball-WM oder Welttag des Kusses,
sowas wird halt auch eingebaut, um das Ganze ein bisschen taktisch anzugehen. Ja, Welttoilettentag. Wird da aber leider nicht angegeben. Schade. Ja, okay. Ich würde sagen, wir melden uns gleich mal wieder und schauen dann, wenn wir ein bisschen Fortschritt haben. Ja. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück. Jetzt geht es wieder los. Wir haben nur noch ganz wenig Zeit, weil hier ist die SD-Karte voll, da ist die Kamera leer. Aber scheiß drauf. Sorry. Wir wollten noch mal einen kleinen Zwischenstand zeigen. Wir haben jetzt die Weltbevölkerung fast komplett infiltriert. Infiziert. Und wir haben 182 Tote. Dummerweise ist das Heilmittel zu 90% fortgeschritten. Und es dauert nur noch 38 Tage und somit haben wir das Spiel erfolgreich verloren. Zu gut Deutsch. Lukas hat es nicht geschafft. Ja, eigentlich ganz lustig so. Wir haben zwar einige tödliche Symptome, wie zum Beispiel irgendwelche Grippen und Übertragungsdinger und so. Eigentlich ganz lustig. Entsorgung für Infizierte in Entsorgung? Nice. Entsorgung? Ab ins Wasser damit. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Spiel ist auf jeden Fall ein Download wert, wie ich finde. Ist kostenlos erstmal. Und wenn ihr da noch 80 Cent reinschmeißt, habt ihr einen ganz guten Bonus für euch und den Entwickler rausgeholt. Bonus. Was? Bonus. Hä? Nein. Egal. Und ich würde sagen, schau euch das Spiel an. Ich möchte jetzt ihr wahrscheinlich auch nicht mehr sehen, wie der Lukas hier gleich verliert. Zwei Tage. Und deswegen würde ich sagen, 15. Schaffst du nicht mehr. Ah, ja. Ich hab aufgehört. Und jetzt sieht man wunderbar, wie es zurückgeht. Null Tage. Jetzt. Ja. Mhm. Jetzt wird langsam wieder alles grün. Die Welt hat sich erholt. Komm, Lukas. Was wirklich lang gedauert hat. Aber ich würde sagen, bevor die Aufnahme hier noch länger geht, schau mal so ein bisschen auf die Kamera, wie ihr seht. Schauen bis bald hier im nächsten Video hier auf Edward. Ciao.